So, Ladies and Gentlemen, ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt, denn wir hängen hier auf der Beuselstraße rum. Ich bin gerade ein bisschen unterwegs rumgelaufen und jetzt werden wir wieder einsteigen in diesen sauberen Bus. Egal, immer noch Passagiere drin sitzen, was mich ja echt verunsichert, denn ich war jetzt eine relativ lange Tour unterwegs und... Oh, Ladies, sie haben aber ein hübsches Dekolleté, na? Schatz, es wird ein bisschen später. Ich weiß auch nicht. Hier gibt es schon wieder Probleme bei der... Lady, Sie können jetzt auch vielleicht mal die Beine ein bisschen mehr zurück. Gut, ich will ja nicht meckern. Ich bin ja hier zum DVD-Fahrer. Ich wollte einfach mal hier jetzt ein fröhliches Hallo an alle lassen. So, also, ich steige jetzt wieder ein. Los geht die Fahrt. So, folge der Navigation zum nächsten Ziel. Das machen wir. So, los jetzt. Ich weiß, ich muss jetzt umbiegen. Ich würde tatsächlich jetzt auch gleich mal schon die Spur wechseln. Irgendwas ist in mich reingefahren. Ich liebe das nicht. Ich weiß nicht, ob ich jetzt gleich nochmal auf eine andere Spur wechseln muss. Ich bleibe jetzt erstmal hier. Ich weiß nicht, was das für eine Spur ist. Weil wir müssen, wo der Drewe ist, ich glaube, die übernächste, müssen wir abbiegen. Nee, die überübernächste. Also, jetzt... Die nächste, übernächste, überübernächste müssen wir rechts abbiegen. Das kriegen wir hoffentlich hin. Ich denke hoffentlich dran. Und ich kicke mal. So, ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt. Da ist jemand aus dem Havelland. Da hast du hier ein Berliner Auto und da hast du wieder die scharfen Politessen. Wenn da jetzt Männer drin sitzen, das sieht ja jetzt so aus, als wären das die ersten männlichen Politessen, wollte ich sagen. Das wäre ja falsch gewesen. Was ist denn hier jetzt los? Ich würde gerne gucken. So. Direkt neben der Polizei. Einfach bei gehupt. Und nichts passiert. Ticket schickt er an die BVG. So. Ich würde tatsächlich jetzt hier auf der Spur bleiben. Ich muss ja geradeaus. Ich muss geradeaus. Ich weiß nicht, ob ich hier jetzt irgendwas beachten muss. Ich weiß es nicht. Siehst du. Okay, gut. Dann fahre ich jetzt mal auf die Seite der Spur. Ist das jetzt nur eine? Sind das zwei? Ich weiß es nicht. Also, ich weiß nur, ich muss bald abbiegen. Ich weiß nur jetzt, nee, die noch nicht, sondern erst die danach. Oh, Autofahren ist ja echt kompliziert. Aber jetzt habe ich noch mal ein bisschen Zeit zum Überlegen. So, die Spur ist goldrichtig. Die ist goldrichtig. Die nächste muss ich abbiegen, wenn ich das jetzt so richtig im Kopf habe. Und danach müsste nämlich auch gleich der Müll mir auf die Füße fallen und müsste auch gleich danach die Haltestelle kommen. Ich bin gespannt. Jetzt habe ich Spaß am Spiel. Am Anfang dachte ich ja, oh mein Gott, aber das mit den Knöpfen habe ich immer noch nicht verstanden. Da bräuchte ich ein Tutorial, was es noch nicht gibt. Aber ist ja nicht schlimm. Das soll euch da draußen ja auch animieren, sich das Spiel zu gönnen und selbst mal eine Knöpfe auszuprobieren. Es ist wirklich geil gemacht. Also wer jetzt hier Berliner leben will, ich kann nur als echte Berlinerin sagen, so sieht es bei uns aus. Vielleicht ein bisschen dreckiger, aber gut, kann ich noch nicht beurteilen. So die richtigen Drecksbezirken war aber noch nicht. Das weiß ich nicht. Turmstraße, ja, ich weiß auch, dass ich jetzt gleich abbiegen muss. Aber ja, wann? Egal, grün, ich darf fahren. Ich bin in der 30er-Zone und fahre 41. Das ist nicht gut. Hab ich nicht drauf geachtet, hast du gemerkt, ne? So, dann will jemand aussteigen. Ich weiß jetzt auch, dass ich abbiegen muss. Aber ich muss die Strecke erstmal lernen, ne? Ah, ich wollte jetzt was trinken. Ach, ist das dumm. So, jetzt muss ich gucken, welche Spur ich fahren muss. Ich glaube, ich muss irgendwo, warte mal, Abbiegerspur müsste die hier sein. Ja, aber wann darf ich denn fahren? Oh mein Gott, jetzt kommt mir das mit den Regeln so ein bisschen. Wird das zum Verhängnis. Ich folge dem Roten jetzt mal. Muss ich mal so ein bisschen... Ah, ich muss blinken. Blinker wäre noch gut, ne? So ein bisschen dynamisch gucken. Oh mein Gott, kriegt das rumgelenkt? Kriegt das rumgelenkt? Das sieht gut aus. Das sieht gut aus. Gas geben, Gas geben, Gas geben. Und... Langsam kommen lassen, langsam kommen lassen. Bremsen. Ja, feier ich. Gucken wir jetzt gleich mal, wenn die Leute einsteigen. So, nächste Station. Oh je, da muss ich auch gucken. Also, ich habe auch wieder die übernächste rechts. Da muss ich rinfahren. Ja,
Nächste, nee, die überübernächste rechts. Okay. Also übernächste rechts. Das krieg ich hin. Hoffe ich mal. Jetzt müssen wir nur gucken. Ich würde mich jetzt hier einfach mal in den Verkehr mit einscheren. Es ist erst 8.10 Uhr. Was? Da siehst du, wenn ich draußen laufe, ist die Zeit stehen geblieben. Kann ich hier geradeaus fahren? Also so eine Spur, wenn nichts gekennzeichnet ist, kann ich vermutlich abbiegen und hier lang fahren, oder? Sehe ich das richtig? Ich weiß nicht, womit das zusammenhängt und womit nicht. Hallo? BF65611. Fahren Sie. Ich sehe, vor dir ist niemand. Oha. Okay, den lassen wir rüber zwiebeln. Angst, dass ich wollte gerade sagen, ich habe Angst, dass ich an einem Auto hängen bleibe. Okay, pass auf. Ich muss jetzt hier hoch irgendwie. Ja. Pass auf. Ich war jetzt. Ah, ist das eine Radspur gewesen? Oh, ich war auf der Radspur. Ist das eine offizielle Radspur? Gibt's so was wirklich? Ich bin verwirrt. Gott sei Dank wollte noch keiner so ein Ticket bezahlen. So, jetzt weiß ich, habe ich ja nicht drauf geachtet, wo wir sind. Ich muss gleich mal auf die Karte gucken. Sonst gibt es gleich ein böses Überwachen. Erwachen. Ah, siehst du so. Oh, ich muss bremsen. Also, die noch nicht, sondern die nächste. Nächste rechts. Okay. Ah, bremsen! Ups. Einer noch da. Seht euch gut. Gut, ich bin ein bisschen dicht auf ihr Fahrt. Okay, also hier noch nicht. Da muss ich weiter geradeaus. Boah, ist das kompliziert, das Straßennetz. Ich fahre jetzt den Helm mal hinterher. U-Bahnhof Turmstraße. Ah, U9. Das ist Umsteigemöglichkeit. Da habe ich ja schon mal gesagt, ne? Gott sei Dank fahren wir das jetzt nicht in der Nacht, sondern bei Tag. Aber wartet jetzt schon? Oh, wo muss ich denn jetzt abbiegen? Ich muss auf die Karte gucken. Ah, ich bin falsch gefahren! Bin ich jetzt schon falsch gefahren? Ich glaube, ich bin falsch gefahren. Kann das sein? Was ist denn das hier? Warum habe ich das vergessen? Habe ich irgendwie eine Haltestelle vergessen? Ich bin falsch gefahren. Ist mir auch schon mal passiert. Ist der Busfahrer falsch gefahren? Okay, wir müssen jetzt auf jeden Fall... Oh mein Gott, was ist das hier? Was ist das für Chaosknopf? Was ist das für Kunst? Okay, irgendwie müssen... Oh, ich bin falsch gefahren. Ich bin falsch gefahren. Warum bin ich falsch gefahren? Ich habe das nicht gesehen. Okay, jetzt habe ich ein Problem. Also rechts müssen wir. Wir müssen jetzt auf jeden Fall rechts. Jetzt. Kein Fall mehr. Kamikaze-Fahrer. Scheiße. Ich bin falsch gefahren. Ich bin auf dem Fahrradweg. Und falsch gefahren. Das gibt ja Halskürzung. Also, das ist nicht die offizielle Strecke. Und ich bin Fahrrad gerade. Ich bin so eine Mischung zwischen Auto und Fahrrad und verwirrte Frau. Aber ich liebe die BVG, ich liebe euch. Polizei ignoriert mich. Oh mein Gott. Okay, jetzt muss ich erstmal suchen. Ich glaube, ich habe irgendeine Haltestelle übersehen. Das ist mir jetzt dezent unangenehm. Ich weiß nicht, wie das passieren konnte. War ich überfordert vom Verkehr und allem. Kann das jetzt mal hier grün werden? Ich hasse warten. Boah, das wäre jetzt kein Job für mich. Oh, ich muss blinken. Blinker setzen. So, kann ich hier abbiegen? Oh, vielleicht. Krieg das hin? Oh mein Gott. Bah, bah, ah. Oh mein Gott, oh mein Gott. Ah, uff. Bin ich jetzt auf Spur? Ich sehe eine Bushaltestelle. Ich weiß nicht, ob das die richtige ist, aber es ist nicht Turmstraße. Doch, doch, das ist Turmstraße.
ja, hier bin ich schon mal eingestiegen. Früher, als ich mein Praktikum gemacht habe, musste ich Turmstraße, also so direkt Turmstraße, ist es eine Haltestelle. Ist das unsere? Ah, stopp! Ja, willkommen zur Fahrt der Hölle. Ich guck mal jetzt auf die Karte. Also, haben wir die mitgenommen? Doch, Turmstraße, Beusterstraße waren wir, aber hier sind wir irgendwo. Ich glaube, ja, irgendwo hätten wir eher abbiegen müssen. Ich weiß es nicht. Also, was ist denn jetzt die nächste Haltestelle? Oh, complicated. Also, wie merkt man sich denn das? Oh, ich weiß es nicht. Bei der nächsten Kunst? Ich habe keine Ahnung. Oh mein Gott. Ich weiß noch nicht genau, wie wir uns das jetzt merken sollen, um richtig zu fahren. Ich würde sagen, wir jetzt einfach. Ich weiß, ich müsste mehr in den Spiegel oder sowas gucken, ne? Also wir müssen jetzt irgendwie geradeaus fahren. Uff, gute Geburt. Ich freue mich schon, wenn wir am Ziel sind. Wenn wir am Ziel ankommen. Boah, bei so riesen Autos habe ich gar Schiss, wenn die so neben mir sind, ne? So. Ich weiß nicht, ob ich jetzt fahren kann, ob mir gleich einer hinten reinfährt. Ich mache das jetzt einfach mal. Also Autofahren, merke ich, setzt viel voraus, dass die Leute sich gegenseitig beachten und achten und oben mal Vorfahrt geben. Verstehe ich jetzt, dass das oft auch zu Unfällen kommen kann. Wow. Das war jetzt mal eine scharfe Bremse. Alle noch da? Ich weiß ja nicht, wie ich nach hinten gucken kann. Achso, da oben habe ich ja noch Kamera. Okay. Gut, wäre jetzt die Möglichkeit, wir gucken mal auf die Karte. Also, Karte sagt, ja, wie merke ich mir das jetzt? Ich weiß nicht, also ja, ganz so viel zu fahren ist ja nicht mehr, bis ich rüber zwiebeln muss. Ich weiß noch nicht, wie ich mir das merken soll. Ich würde sagen, wir lassen uns überraschen. Kenne ich die Ecke vielleicht? Ich weiß es nicht. Oh, Hauptbahnhof. Aber da fehlt doch dann irgendwas dazwischen. So schnell bist du doch nicht von der Turmstraße am Hauptbahnhof. Gut, das wäre jetzt auch spannend mal aus der Autobahn. Also aus der Autofahrersicht. Aus der Sicht von einem Autofahrer, der in Berlin fährt, zu sehen. Ob das jetzt wirklich so von den Strecken hinhaut, bist ja meiner Meinung nach bist du nicht so schnell da. Aber gut, da kann ich mich auch richtig irren. Was heißt dieser blaue Pfeil? Spurverengung? Nee, das ist ein anderes Symbol. Weiß ich nicht. So, ich glaube, ich kann hier jetzt noch so lang fahren. Ist so 50er-Zone, gut. Vorfahrt beachten, da war nichts. Jetzt nicht gesehen. Also muss beim Autofahren tatsächlich irgendwie gefühlt echt extrem viel parallel mit beachten. So, jetzt müsste doch bald hier das Abbiegen beginnen. Wenn ich das so richtig auf meinem Tacho ab. Jetzt noch nicht, glaube ich. Ich würde trotzdem mal rüberzwiebeln schon mal. Hauptbahnhof. So, irgendjemand ist in mich drin hier düngelt. Hallo Polizei. Die Titten und Helfer. Na, alle noch da? Das würde mich auch interessieren. Was passiert, wenn ich mal scharf bremse? Aber geil ist, alle hängen sich ständig am Handy. So, ah, ich muss rüber. So, das ist der Moment für meinen Blinker. Ich muss rüber. Ich gucke nochmal auf die Karte. Jupp, das sieht gut aus. Wir müssen jetzt hier rüber und dann ist das geradeaus und das müsste ja Bahnhof sein. Viele Linien und Spree. Warte. Ja, das ist hier
Spree. Bin ich gespannt. Ich liebe den Hauptbahnhof. Da werden wir oben mal aussteigen und mal eine Runde durchlaufen. Da habe ich Bock drauf. Abi! Guck mal, das ist Abi. Abi-Fahrt. Das ist ein sehr entspannter Simulator. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen Entertainment. Da reißt die Straße schon auf. Ich muss jetzt rüber, ne? Oh mein Gott, das Umbiegen ist da echt so eine... Geradeausfahren ist okay. Aber so schlecht stelle ich mich ja nicht an, ne? Ich muss ja sagen, so, ne? In manchen Simulatoren bin ich ja schon öfter irgendwo gegengeknallt. Ich habe langsam fahren gelernt. Oh, es ist noch eine Tramstrecke hier mit drauf. Muss ich jetzt auch noch auf eine Tram aufpassen? Ah, oh, das wäre es ja. Unfall mit der Tram. Irgendwer ist mir gerade irgendwo hingefahren oder ich habe ein Auto mitgenommen. Oh, ist eine rote Ampel. Sollte ich beachten, ja? Ups. 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 Ja, und sonst so? Ich hoffe, euch geht es gut. Haben wir jetzt grün. Entweder habt ihr das gesehen und Ostern ist schon vorbei oder ihr seht es unter Aldi. Und Ostern ist gerade, dann wünsche ich euch ein frohes Osterfest. Oh, 50 kann ich fahren, kann ich gar noch Stoff geben. So, jetzt muss ich gucken. Ich weiß nicht, wo ich hin soll. Irgendwie sieht meine Orange-Farbenlinie sehr, sehr verwackelt aus. Aber ich muss geradeaus fahren und ich habe eine rote Ampel. Und da ist der Hauptbahnhof, Freunde. Ich überlege gerade, von welcher Ecke ich komme. Da ist der Hauptbahnhof. Hat er der TXL hin? Echt jetzt? Okay, also es ist jetzt tatsächlich geradeaus fahren. Wo habe ich denn jetzt die Ampel? Welche Ampel sagt mir denn, wo ich... Also, ich sehe ja nicht, ist mein Spiegel im Weg. Kann vermutlich auch ja nicht mehr zurücksetzen. Ja, so ein bisschen muss ich, sonst sehe ich nichts. Aber ich weiß nicht, ist das meine Ampel? Vielleicht, vermutlich. Alle haben jetzt rot. Nö, habe ich irgendwas verpasst? Weiß ich nicht. Guck mal, weißt du, was mir gerade auffällt im Detail? Oben siehst du, warum... So, hör das Geliebe auf. Oben siehst du die Zahl, ich weiß nicht, was die 4, 5, 5, 6 bedeutet, aber zumindest die Zahl der zugelassenen Fahrgäste im Stehen, im Sitzen. Mega gut. Auch das ist ultra realistisch. Jetzt würde mich interessieren, wie viele BVG-Fahrer sich diesen Simulator mal gönnen und die Realität bestätigen können. So, irgendwie müsstet ihr jetzt mal auf grün umschalten. So, jetzt sehe ich gelb und grün. Ich darf fahren. Ich weiß nicht, ob ich eine Ampelschaltung verpasst habe. Noch gibt es keine Knöllchen. Okay, alles klar. Ich habe Angst. Ich habe ja so ein bisschen Angst, dass das gerade irgendwie... falsch. Zumindest sehe ich eine rote Ampel. Oh, bin ich erschrocken. Ich überlege, ob das hier so aussieht. Wir gucken uns das gleich mal an. Ich sehe überhaupt nichts. Ich, naja, da hinten, da sehe ich eine Ampel. Okay. Also, Hauptbahnhof ist ein Platz. Weiß ich, wie er aussieht. Ich weiß nur allerdings nicht, wo da die Bushaltestelle ist. Nicht von der Hauptseite, auf jeden Fall. Da gibt es keine Bushaltestelle. Jetzt weiß ich nicht hinten rum. Gucken wir gleich mal. Da kenne ich mich ganz gut aus, um den Bahnhof drumherum. Okay. Wir suchen jetzt erstmal der Haltestelle, weil das hier sieht ja jetzt sehr nach Haupteingang aus. Und am Haupteingang, also so sieht der Haupteingang nicht aus. Wir gucken uns das gleich mal, also wir gucken uns das gleich mal an. Ich ziehe mir jetzt mal hier rüber. Zack, so. Ah, ich hänge an der Ampel fest.
Jetzt habe ich ein Auto mitgenommen. Geil. Sie macht es kaputt. Aha, ich hänge irgendwo fest. Ich weiß nicht, wo ich festhänge. Das hat auch so gut geklappt. Scheiß Fahrrad. Ich sah doch diese verkackten Fahrräder. Jetzt ist rot. Toll. Ach, Himmelarsch. So. Was macht der Busfahrer? Der Busfahrer braucht eine Pause. So, ich bin noch ein bisschen verwirrt. Welche Seite das ist. Aber ich will ja auch nicht zu vorschnell urteilen. Wir werden uns das jetzt gleich mal angucken, wenn ich hier jetzt bis zur Haltestelle hinkomme. Kicken wir uns das mal an. Weil irgendwie habe ich den Eindruck, ist das so gemischt mit Potsdam. So, ich komme rüber. Ja. Und jetzt werde ich selber mal aussteigen. Na, hallo, guten Tag, guten Tag, guten Tag, guten Tag. Wir haben ruhig Zeit zum Einsteigen. Wir werden nämlich jetzt raussteigen. In die Werbung. Okay, also Hauptbahnhof. Da sind wir, Berlin Hauptbahnhof. Ich muss mich jetzt mal orientieren, wo wir sind, weil gefühlt sieht das hier irgendwie noch ein wenig anders aus. Also pass auf. Pass auf, pass auf, pass auf. Pass auf, pass auf, pass auf. Das wird jetzt einfach nur von der anderen Seite sein, von der Seite, die ich tatsächlich gar nicht so kenne. Deswegen laufe ich jetzt mal hier zu einer Seite, die ich kenne. Ich laufe jetzt hier einfach mal lang. Welche Seite ist denn das? Ich bin gerade ein bisschen verwirrt. Ah! Ja, nee. Ich bin ein bisschen verwirrt, weil das kommt mir bekannt vor. Auch das sieht nach dem Hauptbahnhof aus. Aber das hier vor... Moment, lass mich kicken. Das hier vor ist falsch. Das hier vor ist falsch. Das nicht? Nee, so sieht das bei uns nicht aus. Weil... Nee, nee, nee. Wenn das hier der Haupteingang ist, was es ist, ist es falsch. Ja, auch von den Platzverhältnissen her ist es falsch. So, wenn das wirklich der Haupteingang ist, was ich denken würde, wegen dem Bogen. Wegen dem Bogen. Ist das tatsächlich komplett falsch? Oder ist es die falsche Seite? Ich weiß nicht, der hat ja zwei Ausgänge. Bevor ich jetzt hier schnell urteile, laufe ich jetzt hier nochmal rum. Er hat ja zwei Seiten. Ich will jetzt nicht hier vorschnell haten. Ah, nee. Ah, nee, nee, nee. Ich nehme alle zurück. Weil eine Seite kenne ich nicht. Vermutlich ist es die Seite. Die kenne ich tatsächlich auch nicht. Hat er ja gesagt. Ich weiß nicht, wo da jetzt der Bus hält. Ah, ja, ja, doch. Ich sehe da hinten. Da ist das Spiegelfalle. Da habe ich nämlich gesucht. Weh, ich darf hier nicht langlaufen. Dann krieg ich gern Ausraster. Oh, lass mich hier langlaufen. Ich wollte an eine Spree. Ach, nö. Ach, das ist... Das nimmt mir jetzt. Ich wollte an eine Spree. Ich wollte euch einen ganz tollen Platz zeigen. Gut, aber BVG hat mich hier bucht. Okay, das kann ich euch jetzt tatsächlich gar nicht so sagen, weil jene Ecke kenne ich nicht. Aber das wäre jetzt meine Möglichkeit, die Ecke hier hinten kennenzulernen. Jo, der Hauptbahnhof. Vielleicht waren von euch schon ein paar dort. Haben das Teil schon gesehen. So sieht das Lastding aus. Ist opulenter, großer Bau. Wie ihr sagt, eine Seite kenne ich, die andere kenne ich nicht. Sind wir jetzt hier auf der anderen Seite. Wäre jetzt auch spannend. Ich kenne das halt leider nicht. Jetzt weiß ich auch nicht, was sie hier jetzt hingeklöppelt haben. Weil auf der anderen Seite hast du so einen riesigen, siehst du, na, oh mein Gott, da siehst du einmal die Sonne und hinten, da, siehst du den riesen Phallus da hinten, das ist der Alex, der Fernsehturm, das Ziel, da wollen wir hin, also vielleicht können wir da ja hin, da möchte ich unbedingt hin, kann ich jetzt rüber, ich weiß zum Beispiel auch nicht, ob hier diese blauen Röhren, ob es die da hinten gibt, aber ich glaube schon. Weil theoretisch müsstest du... Aber ist das der Ausgang, wo du hier zur Charité kommst?
Ich habe ja an der Charité gearbeitet. Wir hatten auch Labore in Mitte. Hier am Campus Mitte. Aber das war jetzt, da war ich nicht so oft. Siehst ja, ne? Sonst würde ich den Weg besser kennen. Bin jetzt am Überleben. Pass auf, wir laufen jetzt mal hier ein bisschen lang. Bauzaun. Parken? 3 Euro pro Tag. Ja, willkommen in Berlin. Aber das ist noch günstig mit 3 Euro. So, jetzt weiß ich nicht. Hier, wir laufen mal lang. Wir laufen jetzt einfach mal lang. Ich würde euch ja mehr erzählen. Und ich muss auch rennen, aber rennen kann er nicht. Der will nicht rennen. Ich werde hier gleich umgerannt. Und es ist so schön. Das ist der typische Berliner Lärm. Ich fühle mich zu Hause. Ach, ist das schön. Und ich glaube, draußen in der Realität scheint auch die Sonne. So, jetzt kann ich euch nämlich mal was zeigen. Weil da hinten, das da gerade zu, das ist die Charité. Und hier, vom Zaun ist das auch nicht ganz aktuell. Hast du nämlich einen anderen Zaun. Der ist nicht so hoch. Das Geländer hier. Und die Spree ist nicht so sauber. Da hast du. Ich weiß jetzt nicht, was das hier für ein Haus ist. Ich zeige euch das mal. Charité. Ich suche mal, was hier eignet. Also, dass ihr mir glaubt, dass das die Charité ist, zeige ich euch jetzt mal hier hinweg. Oh. Und tja, ich habe jetzt natürlich kein Bild auf dem Telefon, sodass ich euch zeigen könnte, wie da das Geländer aussieht. Aber nicht so. Mehr so. Genau, weil das ist ja ziemlich hoch. Das ist, ich weiß nicht, ob man das erkennt. Das ist Hälfte, niedriger, so ungefähr. Und hat auch so einen schönen Poller in der Mitte. Also ist nicht so ein hässlich hoher Bauzaun, sonst könntest du ja nicht durchkicken. Du kannst halt schon so richtig hier so auf Bauchhöhe kannst du dich rüberlehnen und gucken. Und was du hier hoch hast, sind ein paar Bänke. Haben wir nämlich ein paar Mal in der Mittagspause draußen rumgesessen, rumgegammelt, weil tatsächlich erholsam ist. So, jetzt laufen wir mal Richtung Charité. Dann müsstest du hier jetzt auch gleich ja nicht so weit weg. Ich weiß ja nicht. Nee, das ist man nicht. Müsste weiter vorne sein. Wir können nicht zur Charité. Ach, wie dumm. Gut. Naturkundemuseum haben. Laufen wir auch mal hin. Laufen wir auch mal hin. So. Ich weiß nicht, ob die das jetzt hier schon hingepackt haben. Das sieht fast so aus. Nee, das ist irgendwas anderes. Weil theoretisch müsste das eigentlich erst. Ich überlege, wenn wir eine Ecke weiterkommen. Was machst du hier im Busch? Hinterfragen wir das mal nicht. Hinterfragen wir das nicht. So, müsste eigentlich erst danach irgendwo kommen. Aber es kann natürlich auch sein, dass sie das so von den Dimensionen ein bisschen mehr zusammengestaucht haben. Dass hier eine Tram fährt, das ist korrekt. So sehen auch die Säulen aus. Siehst du, Kennzeichnung Tarifbereich A, wirst du bis in der Mitte der Stadt. Siehst du zwar nicht, was hier fährt, aber das ist, so sieht es aus. Genau so sieht es aus. So, hier wäre nämlich die nächste Haltestelle. Ach, geil. Gut, wir müssen wieder gleich zurücklaufen. Ich glaube nämlich, siehst du das Haus hier an der Ecke. Das müsste das Naturkundemuseum sein. Ah, ja, ja, jetzt erkenne ich es. Oh mein Gott, ist das geil. Oh mein Gott. Ja, hier bin ich zur Charité reingelaufen. Hier, genau die Straße bin ich drin. Ist das gut gemacht? Weil da vorne, hier, da vorne, um eine Ecke rum, hast du den U-Bahnhof von der U6, der da auch Naturkundemuseum heißt. Da bin ich immer die Straße da lang gelaufen. Und dup, 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 dup.
Hier läufst du drin. Da bist du hier, Campus Charité. Ach, wie krank ist das denn? Und tatsächlich, hier gibt es einen Bäcker. Ja, sind so ein paar etepetete Bäcker. Weiß ich nicht. Ich war, wie gesagt, schon länger nicht mehr da. Weil, was habe ich da gemacht an der Charité? Natürlich. Promotion. Angefangen, abgebrochen. So. Oh, da war ein Speicherpunkt. Diejenigen, die speichert das auch. Siehst du, das ist die berühmte Charité Mitte, was das hier ist. Kann nur sein, dass das auch so ein, zwei Häuser sind, die hier dazugehören. Was ist das denn? Achso, Bauzaun. Hier wird irgendwas gebaut. Und der Baucontainer. Oh mein Gott. Wir laufen jetzt mal noch ein bisschen Richtung Charité. Siehst du, das ist hier nämlich alles Charité. Da fängt das an. Häuser kann ich euch jetzt tatsächlich ja nicht mehr so benennen. Und wie ich denn weiter hier laufen bin, weiß ich auch gerade nicht mehr. Ach so, hier, ja. Komm, so, jetzt sind wir hier nämlich auf dem Gelände von der Charité. Aber da gibt es noch einen anderen Gang. Da gibt es noch einen anderen Gang. Weil hier habe ich irgendwann mal, hier gibt es auch so, oder ihr habt es früher mal, Sonntagsvorlesungen. Sehr gut. Gibt es leider ja nicht mehr durch Corona. Und wenn ich mich erinnere, war das irgendwo hier in einem der Häuser links oder rechts davon. Geil, cool. Laufen wir jetzt so ein bisschen Richtung Charité. Wir können gleich nochmal in der Linke reinlaufen. So ein bisschen kenne ich mich hier aus. Das heißt, komplett verlaufen können wir uns jetzt hier nicht. So, eigentlich Zebrastreifen heißt das theoretisch. Ich muss laufen können. Nö, aber so typisch Berlin. Hier wird einfach gefahren. Oh, schade. Kann ich auch nicht lang. Ah, ist das schade. Hier ist das schade. Hier ist das schade. Aber gut, so. Das Charité wüsstest du sonst nicht, ne? Steht ja hier sonst nirgendwo. Ach, ist das geil. Wollen wir zurücklaufen oder zeige ich euch jetzt noch schnell Naturkundemuseum? Ich zeige euch jetzt nochmal eine Runde vom Naturkundemuseum. Aber, oh mein Gott, das ist wirklich, als wäre ich, oh mein Gott, ich weiß ja nicht, was ich sage. Siehst du hier, da Rettungsstelle, damit ich euch nicht ankacke. Da. So. Sag mal nicht. Das ist hier jetzt Sightseeing. Mit Olle Dörte. Oh mein Gott, ich liebe das gerade. Das ist voll toll. Ich möchte jetzt noch hier mal in die Ecke. Wir laufen gleich mal da rum, weil, wie gesagt, Naturkundemuseum würde ich euch gerne noch zeigen von außen. Oh, kann ich mich an die Ecke erinnern? Weiß ich jetzt ja nicht so. Ist ja auch praktisch. Läufst du mal? Ah, darf ich nicht lang. Oh, überall da, wo ich langlaufen will, darf ich nicht lang. Spiele begrenzen mich. Gut, okay, laufen wir jetzt mal Richtung Hauptstraße. Ist das geil. Aber genau solche Häuser stehen hier. Oh mein Gott, ist das gut. Ich freue mich. Ich möchte noch mal hier jetzt in ein Polizeiauto reingucken. Oh, ist nur eine. Doch, der erste Kerl. Der erste Typ. Aber wo ist eure Uniform? Architektenhäuser. Stylisch. Okay, gut. Also, laufen wir jetzt mal rüber, weil das da ist das Haus vom Naturkundemuseum. Ja, und das ist richtig. Ich fress einen Besen. So sieht das aus. Da wollte ich eh schon lange mal wieder hin. Ich weiß ja nicht, haben die jetzt geöffnet? Haben die nicht geöffnet? Das ist das Naturkundemuseum von Berlin. Also erfahrt ihr hier tatsächlich mal ein paar Highlights. Und so sieht die Ecke aus. Und da ist auch die City-Toilette. Da war ich auch schon mal pinkeln. Ach. Ist das gut. Krass. 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 Okay, ich glaube, wir müssen zurück zum Bus. Ich glaube, wir dürfen immer nur abschnittsweise laufen, je nachdem, wo der Bus steht. Der Bus ist der Türöffner, um uns umzugucken. Oh mein Gott, ich weiß nicht, was ich sagen soll. An dieser Ecke stand ich so oft in der Realität. Alles ist besser als Google. Das ist besser als Google. Okay, wir müssen jetzt zum Hauptbahnhof zurück. Also. Tch,
wie sieht das aus? Und da ganz jetzt im Naturkundemuseum. So sieht auch das aus. City-Toilette. Aber was ist denn das für ein Eingang? Muss sie ja, fällt sie ja hoch und ritt. Also ebenerdig ist das nicht. Rollstuhlfahrgerecht ist das nicht. So, aber das Schild ist auch richtig. Auch das ist richtig. Also das ist alles ein bisschen zu hoch. Auch das mit dem Schlitz. Und? Da wusste ja, gefühlt geht es ja bis zu den Knien. Ich wollte immer schon mal wissen, was da an der Ecke ist. Aber gut, wir müssen jetzt zurücklaufen. Oh, wie gut, Freunde, wie gut. Was ist denn das da? Mich interessiert... Laufen? So, hier ist eine Trabstrecke, theoretisch kann ich hier laufen. Meinen Sie, kommt irgendwann mal ein Tram vorbei? Ich wollte ja eigentlich nicht draußen auf normal reden, ne? Meinen Sie, kommt ein Tram vorbei? Das wäre natürlich auch geil gemacht, dann hätte ich einmal so ein Tram voll. Also, lang. Oh, ist es rot. Was ist das? Kann ich das? Bin ich hier schon mal lang gelaufen? Nö, ist ja ein Park. Geil. Ich sehe was ich noch nicht kenne. Ich weiß, die haben jetzt gestern, glaube ich, in Berlin die Springbrunnen wieder angeschaltet. Oh, weißt du was? Da fahre ich mal hin. Hier fahre ich mal hin. Und der Himmel. Alter, krass. Ich glaube, ich würde jetzt nicht so freudig rumlaufen, wenn jetzt irgendwie Wetterscheiße wäre. Wenn es jetzt regnen würde oder. Aber hier kann man sich ja richtig hinsetzen. Ich kenn's tatsächlich nicht. Doch, ich kann rauf. Ich kann rauf. Kann ich auch hier rauf? Ich bin der König der Welt. Ja. Nicht springen. Aber so hoch sieht's gar nicht aus. Oh mein Gott. Ich bin in Berlin. Berlin. Geil. Geil. Hallo, Ladies and Gentlemen, hier ist eure Schnittdörte. Und zwar war ich gestern bei dem schrecklichsten, furchtbarsten Wind einfach mal unterwegs in der City und bin tatsächlich so die paar Hotspots abgelaufen. Ihr habt ja die erste Aufnahme bei der Charité schon gesehen. Und zwar, wo ich mir ein paar Fragen gestellt habe. Und an dieser Stelle muss ich sagen, Entschuldigung. Ich habe, aus Unwissenheit, ein wenig doof über dieses Bauwerk bin ich hergezogen. Und zwar haben wir hier den Invalidenpark, eine historisch entstandene Grünanlage vor uns zu sehen, die tatsächlich an dieser Stelle dasteht und genauso aussieht. Ursprünglich wurde dieser Park irgendwann um das 18. Jahrhundert als eine Art Grünfläche geschaffen, die Insassen des Invalidenhauses als Nutzgarten für die Eigenversorgung angelegt hatten. Er wurde dann 1843 einem Park umgewidmet und vermutlich von Peter Joseph Lené mitgestaltet. Naja, dann kam der Zweite Weltkrieg und hat auch hier seine Zerstörung mit sich getragen. Und es gab dann von 1992 bis 1997 eine Art Umgestaltung. Und das, was ihr hier seht, ist der sogenannte Mauerbrunnen. In der Rasenfläche befindet sich ein Bassin, in dessen Mitte eine schmale, begehbare Granitskulptur, die versunkene Mauer, aus dem Wasser ragt. Géraud deutet sie als Spur in die Zukunft. Sie soll an die ehemals dort stehende, im Zweiten Weltkrieg zerstörte Gnadenkirche sowie an die ehemalige Berliner Mauer ganz in der Nähe erinnern. Der Berliner Senat bezeichnet das Wasserkunstwerk als sinkende Mauer, früher auch Mauerbrunnen oder Invalidenbrunnen. Und es tut mir leid, wenn ich da so ein wenig drüber hergezogen bin. Das sollte es natürlich nicht sein. So, und jetzt geht's wieder zurück ins Game.